In Kürze startet hier in Deutschland an der 750 Tonnen schweren Fusionsanlage Wendelstein 7X eine neue Experimentreihe. Hier befindet sich ein besonderer Kernfusionsreaktor, ein sogenannter optimierter Stellarator, der seit 2015 konstant erweitert wird. Das Ziel der Experimente ist der Beweis, dass ein anderes Kernfusionskonzept als das, das bald am ITER erprobt wird, gigantische Vorteile mit sich bringt. Und das, obwohl das Konzept eigentlich als überholt galt. Doch ein Supercomputer konnte dazu beitragen, dass sich das ändert. Deutschland ist beim Thema Kernfusion ganz vorne mit dabei. Wird es also bald eine Revolution in der Kernfusion geben und ITER vielleicht sogar abgelöst? Der Kernfusionsreaktor ITER wird gerade in einer Gemeinschaft mehrerer Länder in Frankreich errichtet. Zeigen soll er, dass das sogenannte Tokamak-Konzept funktionsfähig ist. Dieses gehört zum sogenannten magnetischen Einschlussverfahren. Mit insgesamt 24 gigantischen bis zu 400 Tonnen schweren Feldspulen, die auf eine Temperatur nahe des absoluten Nullpunktes heruntergekühlt werden, wird das Plasma in einem mehr oder weniger donutförmigen magnetischen Käfig eingesperrt. Doch das Tokamak-Konzept hat ein Problem. Man kann ITER nur pulsweise betreiben. Der Fusionsprozess wird niemals, auch nicht nach Fertigstellung von ITER, in einen Dauerbetrieb übergehen. Nach nur wenigen Stunden erlischt der Fusionsprozess automatisch ganz von alleine und muss neu gestartet werden. Wie ein Ofen, der von alleine ausgeht. Verhindert werden kann das nur durch gigantische Mehrkosten. Das lohnt sich wirtschaftlich gesehen allerdings definitiv nicht. Gelöst wird dieses Problem durch den Ansatz des Stellarators. Auch beim neuen Stellarator in Wendelstein 7X sperrt man das Plasma in eine fixe Bahn ein. Doch diese Bahn sieht anders aus. Sie ist kein perfekter Donut bzw. ein Torus, sondern ein mehrfach verdrehtes, dickes Band. Ermittelt wurde diese Form des Plasmas von einem Supercomputer in einem aufwendigen Simulationsprozess. Durch diese spezielle Form der Plasmabahn wird sichergestellt, dass jedes einzelne Plasmapartikel zu jedem Zeitpunkt der Kernfusion dem exakt gleichen Kraftfeld ausgesetzt ist. Die einzelnen Magnete des Konstruktes wiegen jeweils 6 Tonnen. Sie stellen sicher, dass das Plasma fix in der Bahn bleibt und auf gar keinen Fall mit der Reaktorwand in Berührung kommt. Andernfalls würde es sofort abkühlen, wodurch der Kernfusionsprozess stoppen würde. Die Innenwände des Reaktors müssen großen Wärmebelastungen standhalten. Die Wärmebelastung pro Quadratmeter ist um ein Vielfaches höher als jene, die auf eine Rakete beim Eintritt in die Erdatmosphäre wirkt. Diese Robustheit ist unbedingt nötig, da das Plasma eine Temperatur von ganzen 100 Millionen Grad Celsius erreicht. Heißer als im Kern der Sonne. Eine wirkliche Gefahr geht vom Reaktor beim Betrieb allerdings nicht aus. Das Plasma besteht nur aus einem einzigen Milligramm Wasserstoff und bereits eine winzige Störung würde automatisch zum Erlöschen des Fusionsprozesses führen. Eine zerstörerische Kettenreaktion ist nicht möglich. Im Gegenteil, es ist eher schwierig, die Fusion überhaupt am Leben zu halten. Und das wird jetzt in Deutschland versucht. Ziel ist der abschließende Beweis, dass der computeroptimierte Stellarator für den Dauerbetrieb geeignet ist. Zwar ergeben das auch Modellrechnungen, jedoch ist ein praktischer Beweis aus einer Testanlage nötig, um die ersten kommerziellen Kammern bauen zu können. Ziel ist eine 30 Minuten lange Plasmaentladung bei hoher Heizlastung zu demonstrieren. Bisher konnte dieses Experiment noch nicht durchgeführt werden, da der Reaktor bei einem solch langen Betrieb überhitzen würde. Erweitert wurde das Konstrukt daher um eine hochfunktionale aktive Kühlung. Diverse Zwischenexperimente stellen für die 30-minütige Plasmaentladung sehr gute Erfolgschancen in Aussicht. Speziell in Bezug auf Wendelstein 7X würde nun final bewiesen werden, dass der Typ Stellarator durchaus effizienter arbeitet als ITER und dem Konzept überlegen ist. Ich frage mich da natürlich, ob zu erwarten ist, dass das Tokamak-Reaktor-Konzept abgelöst wird. Brauchen wir also ITER überhaupt noch? Tatsächlich lässt sich aktuell noch nicht einwandfrei sagen, welches Konzept wirklich besser ist. Klar ist jedenfalls, dass nach wissenschaftlicher Einschätzung beide Konzepte funktionieren können und definitiv beide Konzepte eine riesige Daseinsberechtigung haben. Inwiefern also das eine Konzept wirklich dem anderen überlegen ist, müssen definitiv praktische Experimente und Untersuchungen zeigen. Dauert also die Kernfusion so oder so noch mehrere Jahrzehnte? Seit 70 Jahren wird ja davon gesprochen, dass Kernfusion in nur wenigen Jahren verfügbar ist. Naja, diese Aussage ist Kernfusionsforschern gegenüber schon fast hämisch. Denn das Hauptproblem der Kernfusionsforschung ist, dass die Fördergelder fehlen und viele Experten lieber in die Wirtschaft gehen als in die Forschung. Schon 1976 war man sich, wie aus öffentlich einsehbaren Dokumenten hervorgeht,
bewusst, dass deutlich mehr Geld in Kernfusion investiert werden muss. Man befürchtete damals sogar, dass bei zu geringen Fördergeldern Kernfusion sozusagen niemals kommerziell möglich wird. Und tatsächlich fallen die aktuellen Fördergelder geringer aus als damals als untere Mindestgrenze für das Fortbestehen der Kernfusionsforschung festgelegt wurde. Die Forschung hält sich also nur knapp über Wasser. Umso spannender ist daher, dass China im Gegensatz zu den westlichen Ländern massiv in Kernfusion investiert. Der Kernfusionsreaktor East in China stellte einen Rekord nach dem anderen auf. Das Ziel der chinesischen Forscher ist sogar, den Reaktor nicht nur 30 Minuten, sondern eine ganze Woche aufrechtzuerhalten. Gelingt durch China vielleicht schon die Kernfusion in 3 Jahren? Wenn du mehr darüber wissen möchtest, klicke auf das angezeigte Video. Abonniere außerdem kostenlos diesen Kanal, um kein neues Video zu verpassen.